Tom lebt inzwischen sehr, sehr zurückgezogen in Kiruna, was im Norden Schottlands. Heute soll es noch meinen Lesemonat für den April geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. So, dieses Mal habe ich die Reihenfolge noch, wie ich die Bücher gelesen habe und beginnen wir gleich mit dem ersten Buch, was ich im April gelesen habe. Und zwar war das dieses hier, Infernale, Rhapsody in Schwarz. Das ist der zweite und letzte Teil der Infernale-Dilogie. Und ich weiß nicht, ob ihr meine Reihenvorstellung gesehen habt, aber dieses Buch hatte mit dem ersten Teil nichts mehr zu tun. Also, ich mochte das Buch. Also, ich fand die Story schön. Es war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich mochte auch den Schreibstil von Sophie Jordan in diesem Buch. Aber dieses Buch hatte mit dem ersten Teil einfach mal so null mehr zu tun. Dieses Buch setzt exakt bei der Geschichte an, wo die auch im ersten Teil aufhört. Aber gleich nach 50 Seiten werden unsere ganzen Charaktere getrennt und Davy geht ihren eigenen Weg. Und wir begleiten dann Davy halt auf ihrem Weg und ja. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Also, wie gesagt, ich mochte die Geschichte, wenn man das jetzt als Geschichte für sich betrachten würde und als Liebesgeschichte für sich betrachten würde, hätte dieses Buch von mir volle 5 Sterne bekommen. Aber dieses Buch ist ja eine Dilogie und im ersten Teil habe ich mir schon sehr, sehr viel Hoffnung gemacht, dass der zweite Teil sehr, sehr spannend wird, dass wir hier eine Revolution haben, in der Davy natürlich auch mit beteiligt ist und ja. Dass das Ganze einfach hier spannender erzählt wird, aber leider war dem nicht so. Also wie gesagt, unsere Charaktere werden hier nach 50 Seiten getrennt. Davy geht ihren eigenen Weg und von da an spielt alles, was im Vorfeld passiert ist, nicht mehr wirklich eine Rolle. Und das fand ich irgendwie doof und das hat mir nicht mehr so gut gefallen. Deswegen habe ich dann auch hier einen Stern dafür abgezogen bei Goodreads. Aber wie gesagt, Schreibstil war super, Liebesgeschichte war auch super, aber alles andere drum und dran fand ich doof. Hat mir absolut leider nicht gefallen. Ich weiß nicht, warum Sophie Jordan das auf diese Weise gelöst hat. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob sie da einfach mal einen anderen Ansatz von dem Ende nehmen wollte. Aber ja, die Revolution spielt hier wirklich nur so ganz, 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 ganz am Rande eine Rolle. Es geht hier wirklich hauptsächlich um Davy und was sie halt alles so erlebt in diesem Buch. Und das fand ich einerseits, wie gesagt, wirklich sehr, sehr cool, aber andererseits hat es mich halt auch extrem gestört. Ich bin bei diesem Buch echt im Zwiespalt und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut in meine Reihenvorstellung rein. Ich kann zu diesem Buch immer noch nicht genau irgendwie was sagen, wie ich dazu empfinde. So, da war mal wieder der Akku leer. Wie immer, wenn ich drehe, irgendwann ist immer der Akku leer. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich gelesen habe. Dieses Buch habe ich leider gerade verborgt, deswegen habe ich es nicht hier. Und zwar habe ich dieses Buch hier gelesen, den dritten Teil von Broken Hearts, Flammendes Begehren. Das ist so quasi der dritte und offiziell letzte Teil der Broken Hearts-Reihe. Es kommt noch eine Novelle zu diesem Buch von Daniel, glaube ich. Aber wann die kommt und wie und was und wo, weiß ich leider auch noch nicht so genau. Mit Hund? Okay, Hund hat sich hingelegt. Ja, aber so an für sich ist es offiziell erstmal der letzte Teil dieser Reihe. Wie gesagt, ansonsten kommt dann noch diese Novelle. In diesem Buch geht es um Jessie Kay und West. Und die beiden kennen sich schon eine ganze Weile. Man lernt die beiden auch in den ersten beiden Teilen schon kennen von der Broken Hearts Reihe. Und man merkt, dass zwischen diesen beiden diese gewisse Spannung existiert. Und West hat sich aber bisher immer von Jessie Kay ferngehalten, denn er hat eine goldene Regel. Er sucht sich einmal im Jahr eine Beziehung für 2 Monate. Und danach macht er mit dieser Frau Schluss und sucht sich dann im nächsten Jahr wieder eine Frau, mit der dann 2 Monate zusammen ist. Und Jessie Kay möchte aber definitiv mehr als diese 2 Monate. Und West ist sich nicht sicher, ob er ihr auch wirklich nur diese 2 Monate geben könnte oder ob er nicht auch mehr wollen würde. Weswegen die beiden bisher immer sich voneinander ferngehalten haben. Wenn die beiden aber dann doch mal aufeinandertreffen, ist es wirklich ein sehr, sehr lustiges Schauspiel, denn die beiden sind wie Hund und Katze und Jessie Kay ist vom Charakter her so eine Großklappe, dass es einfach nur Spaß macht, das zu lesen, wie die beiden sich dann halt auch gegenseitig immer necken. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass West dann eines Tages feststellt, dass er sich von Jessie Kay nicht mehr fernhalten kann. Und da er Angst hat, sie endgültig an einen anderen Mann zu verlieren, springt er über seinen Schatten und möchte sie erobern. Und was die beiden dann so alles erleben und ob die beiden am Ende ein Happy End bekommen oder halt auch nicht, das ist es, worum es in Broken Hearts, den dritten Teil, geht. Ich kann nur sagen, dass mir der dritte Teil wieder sehr, 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 sehr gut gefallen hat. Ich fand die Dynamik zwischen Jessie Kay und West einfach grandios. Allein schon deswegen, weil Jessie Kay einfach so ein wahnsinnig toller Charakter
Charakter ist. Sie ist so witzig und sie hat so eine große Klappe und sie wirkt nach außen hin so selbstbewusst, hat aber hier drin einen ganz, ganz weichen Kern. Und das war einfach ganz, ganz toll, das zu lesen. Und auch West ist ein ganz, ganz toller Charakter. Und die Entwicklung zu sehen, die die beiden in diesem Buch durchmachen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, von der Handlung her hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte es halt auch, dass die anderen beiden Pärchen aus den vorherigen Bänden hier auch noch eine gewisse Rolle mitgespielt haben. Und gerade Brooklyn hat hier durch ihre ganze Art für mich immer dann nochmal einen gewissen Witz mit reingebracht. Und ja, ich fand einfach die Geschichte ganz, ganz toll. Und ich fand, es war ein ganz, ganz toller Abschluss an für sich für diese Reihe. Ich freue mich dann aber auf die Novelle, die noch kommt zu Daniel. Und ich glaube, sie hieß Debbie oder so. Ich weiß gerade ihren Namen nicht mehr. Ja, auf jeden Fall freue ich mich dann da drauf. Ich kann euch die Broken Hearts Reihe wirklich nur empfehlen, wenn ihr Lust auf ganz, ganz tolle Liebesgeschichten habt. Der zweite Teil, wie gesagt, der ging mir so nah, der hat mich so berührt. Da habe ich auch Pippi in den Augen gehabt, wo ich den gelesen habe. Und ja, der zweite Teil ist und bleibt mein Lieblingsteil. Ich glaube, danach kommt dann gleich der mit Jessie K. und West und der erste so als letztes hinten dran. Auch wenn der Teil wirklich ganz, ganz toll war, der erste, aber irgendwie hat er mich so am wenigsten gepackt von den drei Teilen. Und ja, ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen. Wenn ihr Lust auf tolle erotische Liebesgeschichten habt, dann schaut euch diese Bücher auf jeden Fall mit an. Dann habe ich noch zwei Bücher gelesen im April, die ich auch nicht da habe. Und zwar sind es diese beiden hier. XS beginnt und XS breitet sich aus von Annalena Karnau. Diese Bücher hatte ich mir auch nur ausgeborgt von einer Freundin. Und die habe ich jetzt inzwischen schon zurückgegeben. Deswegen blende ich sie auch mal mit ein. X ist ein Jugendbuch und es geht um eine Zombie-Apokalypse, die sich in Kreuztal verbreitet. Und mittendrin in dieser Apokalypse befindet sich die Protagonistin des Buches und zwar heißt sie Mia. Und wir begleiten dann Mia auf ihrem Weg durch die Zombie-Apokalypse und wie sie dann halt versucht zu überleben und dann halt auf den mysteriösen Dante trifft und dann mit diesem Dante halt versucht, den Ganzen auf den Grund zu gehen. Das ist so das Grobe, worum es in den ersten beiden Teilen geht. Wer möchte zum Inhalt auch nicht verraten. Ich kann nur sagen, dass mir X sehr gut gefallen hat. Ich mochte die Art und Weise, wie das Ganze geschrieben wurde. Ich fand, im ersten Buch war das alles noch sehr, sehr jugendlich geschrieben und auch ein bisschen kindlich noch geschrieben. Aber im zweiten Buch wurde das Ganze dann auf jeden Fall besser und es hat sich dann auch für mich in eine viel, viel bessere Richtung entwickelt. Und ja, wenn ihr Lust auf Postapokalypse habt, auf Zombies, dann schaut euch X von Annalena Karnau auf jeden Fall mal mit an. Ich mochte die Bücher, wie gesagt, ich fand die Charaktere gut. Ich mochte die Handlung, wie gesagt, im ersten Buch war das noch nicht ganz so meins, aber im zweiten hat sich das dann definitiv in eine ganz, ganz tolle Richtung entwickelt. Und ich werde diese Reihe definitiv, wenn ich Zeit habe, irgendwie mal jetzt auch mit weiterlesen, aber ich weiß noch nicht wann. Ich habe immer so wenig Zeit. Ich habe so einen hohen Sub und naja. So wie dazu, aber X, wenn ihr Bock auf Zombies habt, dann schaut euch diese Reihe auf jeden Fall mal mit an. Dann habe ich noch ein Buch im April gelesen, was ich quasi nur quer gelesen habe und zum Ende hin auch wirklich Blöcke seitenweise übersprungen habe, weil mir die Geschichte einfach nicht so zugesagt hat. Und zwar war das Model und der Wahlflüsterer von Ava Leonard. Es hat ganz gut angefangen, die Geschichte, aber die entwickelte sich dann sehr, sehr schnell in so eine Standard-Liebesgeschichte, so mit nein, ja, nein, ja. Und dann dachte ich so, ja. Und da waren hier so Szenen drin, die ich nicht verstehen konnte und Handlungsweisen der Charaktere, die ich nicht verstehen konnte. Und das fand ich dann irgendwie alles doof. Und dann habe ich mir gedacht so, ach ja, komm, ich blätter mal so weiter. Und aha, aha, aha. Und ich blätter nochmal weiter. Aha, aha, aha. Und dann Ende. Ja, also ich zähle dieses Buch nicht wirklich in meine Statistik, aber ich dachte, ich erwähne es nochmal, dass ich es gelesen habe, mehr oder weniger, aber es war halt so eine Liebesgeschichte, die mich nicht wirklich gepackt hat, die mich von der ganzen Art und Weise her, wie die ganze Geschichte auch aufgebaut ist, leider nicht gepackt hat. Ich muss sagen, die Handlung hat wirklich großes Potenzial, aber in der Umsetzung war es halt einfach nicht so mein Fall. Das nächste Buch, was ich dann danach gelesen habe, war für mich ein volles 5-Sterne-Buch und zwar war das Ewig Dein von Janet Clark. Dieses Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Handlung gut, ich fand die Charaktere gut, ich fand die Entwicklung der Charaktere gut, ich fand diese Krimi-Elemente, die in diesem Buch hier mit drin waren, einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig toll. Denn es ist so, man weiß dann hier in der Geschichte irgendwann, was passiert ist, aber man weiß noch nicht, was da dahinter steckt. Und man tut dann mit den Charakteren zusammen das Ganze herausfinden und rätselt dann halt auch mit den Charakteren so ein bisschen rum und denkt sich, was könnte passiert sein und wie ist das wohl gewesen, war das so, war das so? Und das dann halt als Leser so in diesem Buch alles herauszufinden, hat mir ultra viel Spaß gemacht und fand ich wahnsinnig toll. In diesem Buch geht es um Josie und Josie lebt auf einer Pferderanch zusammen mit ihrem Vater und ihrem Bruder und sie ist halt von klein auf das Arbeiten auf dieser Ranch auch gewöhnt. Und am letzten Schultag findet immer ein Fest in ihrer Stadt statt und da kommen dann halt nicht nur die Einheimischen und die Touristen, sondern auch die Ureinwohner, die werden dort von allen nur Greenies genannt. Und auf diesem Stadtfest begegnet Josie Ray. Und Josie fühlt sich zu Ray sofort hingezogen und findet ihn wahnsinnig toll. Und Ray verschwindet dann aber auch wieder. Und Ray taucht einige Tage später auf der Farm
ihres Vaters wieder auf und möchte dort als Saisonarbeiter arbeiten. Aber irgendwie scheint Ray anders zu sein als noch wenige Tage zuvor und das gibt Josie zu bedenken. Und dann passieren hier noch mysteriöse Dinge auf der Farm und in der Stadt und Josie und ihre Freunde versuchen dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und was Ray mit dieser ganzen Sache zu tun hat, das ist es, worum es in Ewig Dein im Endeffekt geht. Und ich muss sagen, dass ich dieses Fantasy-Element, was in diesem Buch mit drin vorkommt, wahnsinnig, wahnsinnig toll fand. Ich fand, wie die Autorin das alles gelöst hat mit allem drum und dran, was so da dazu gehört. Und wie gesagt, diese Krimi-Elemente, die in diesem Buch noch drin vorgekommen sind. Oh mein Gott, es war so gut. Es war einfach so gut. Wie gesagt, es war für mich eine rundum perfekte Geschichte und ich freue mich so wahnsinnig auf den zweiten Teil. Ich bin so gespannt, wie das Ganze weitergeht. Gerade was Josie und Ray betrifft, bin ich sehr, sehr gespannt. Und ja, das Ende war so, oh mein Gott. Nein, was passiert jetzt? Wenn ihr Lust auf eine ganz, ganz tolle Jugend-Urban-Fantasy-Geschichte habt, dann schaut euch Ewig Dein von Janet Clark auf jeden Fall mal mit an. Im April habe ich auch wieder ein Buch mit der lieben Sina zusammen gelesen und zwar war das dieses hier, Alles oder Nichts von Simone Arnstedt. Das ist der dritte und letzte Teil der Only One Night Reihe und das Licht geht schon wieder weg. Ich habe ja auch das zweite Buch mit der Sina schon zusammen gelesen und ich muss sagen, dass das dritte Buch mir auch wieder gut gefallen hat, aber es hatte seine Längen. In diesem Buch geht es um Tom Lexington und Amra Winter und Tom ist quasi so der Bodyguard, der Lagrieb-Familie, also um die es in den ersten beiden Teilen ging. Man lernt Tom im zweiten Teil schon kennen und mit Tom passiert am Ende vom zweiten Teil etwas ganz, ganz Schreckliches. Und dieses Buch setzt einige Monate später dann an. Tom lebt inzwischen in Kiruna, was im äußersten Norden von Schweden liegt und versucht mit den ganzen Ereignissen klarzukommen, die stattgefunden haben und versucht seine Ex-Freundin für sich wieder zu gewinnen. Und eines Tages trifft er auf Amra. Und nach einer feuchtfröhlichen Nacht, die die beiden miteinander verbringen, treffen sie immer wieder aufeinander und entwickeln dann so nach der Zeit eine Art Freundschaft. Und Amra merkt aber halt auch, dass da irgendwie mehr ist zwischen den beiden. Und was die beiden in diesem Buch alles so erleben und wie die Vergangenheiten der beiden hier noch mit eine wahnsinnig große Rolle spielen, ich da aber nicht näher drauf eingehen möchte, das ist es, worum es in Alles oder Nichts geht. Und ich kann nur sagen, dass dieses Buch, wie gesagt, mir von der Handlung her wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Das Ende war ultra kitschig. Also das Ende war irgendwie ein bisschen drüber. Das war mir ein bisschen zu viel und auch alles zu viel Zufall. Und ja, aber gut. Lassen wir das. Das Ende war halt kitschig. Aber ansonsten kann ich halt auch nur sagen, wie gesagt, dass das Buch mir zwar sehr, sehr gut gefallen hat von der Handlung her, es aber so seine Längen hatte. Und auch was die Charaktere hier in diesem Buch betrifft, hatte ich so hier und da meine Schwierigkeiten mit den Charakteren. Und ja, aber im Großen und Ganzen war es eine tolle Geschichte, es war ein toller Abschluss. Und ich sag das Ende so, oh, so ultra kitschig, ey. Ich habe das mit Sina gelesen, habe gesagt, boah, Sina, es geht gar nicht, ne? Also, oh, Alter, da hat die Autorin hier echt einen nochmal gucken lassen und hat sie echt nochmal auf die Kacke gehauen. Alter Falter, Falter. Ja, aber ansonsten fand ich den dritten Teil der Only One Night Reihe wieder ganz, ganz süß und ganz, ganz toll. Und ich mochte Tom, ich mochte Amra und ich mag die Reihe im Großen und Ganzen wirklich sehr und ich finde die Cover immer noch wunderschön und ja, ich kann dazu nichts weiter sagen, außer I like it. Dann habe ich im April noch mitgelesen, dieses Buch hier, Vor Schmetterlingen wird gewarnt von Susan Anderson. Dieses Buch ist ja durch Zufall bei mir gelandet, weil es ja Probleme gab mit Broken Hearts. Ich hatte ja Broken Hearts über den Verlag angefragt und netterweise auch bestätigt bekommen. Ich habe aber nicht Broken Hearts bekommen, sondern dieses Buch hier. Und ich habe das am Anfang überhaupt nicht gecheckt, dass sie mir jetzt das Buch hier falsch zugeschickt haben. Und dann hat das ewig gedauert, ehe man mir das richtige Buch zugeschickt hat. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dieses Buch behalten und ich habe es auch dann gleich mitgelesen. Und dieses Buch ist der dritte Teil der Sisterhood-Reihe von Susan Anderson und in diesem Buch geht es um Ava oder Ava, je nachdem, wie man das Ganze jetzt aussprechen möchte. Und Ava trifft auf ihren alten Schulschwarm und sie hat 13 Jahre lang nichts von ihm gehört und wollte ihn auch eigentlich niemals wiedersehen, denn er hat sie während des letzten Schuljahres extrem gedemütigt und das ist wirklich heftig, was der Typ gemacht hat. Und Ava hat da heute noch dran zu knabbern und ja, jetzt begegnen die beiden sich wieder und Ava merkt sehr, sehr schnell, dass sie doch noch irgendwie kleine Schwärmereien für ihn empfindet, denn Kate ist immer noch ein wahnsinnig toller und attraktiver Mann und auch Kate scheint aber nicht ganz abgeneigt zu sein. Und ob die beiden eine zweite Chance bekommen oder halt auch nicht, das ist das, worum es in diesem Buch geht. Ihr spielt natürlich auch noch viel, viel mehr eine Rolle mit. Es geht dann hier noch darum, einen Dokumentarfilm zu drehen. Es geht dann hier noch darum, einen Raub aufzuklären und ja, also ich muss sagen, dass mir das Buch wirklich von der Handlung her sehr, sehr gut gefallen hat. Es war
echt überraschend, weil vom Cover her fand ich das Buch ganz, ganz schrecklich. Aber von der Handlung her hat es mich dann doch überzeugen können. Und auch die Charaktere mochte ich total. Ich finde, das ist so ein Buch à la Susan Elizabeth Phillips, Carly Phillips. Also wer solche Bücher gerne liest, sollte sich die Sisterhood-Reihe oder halt hier Vor Schmetterlingen wird gewarnt auf jeden Fall mal mit angucken. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Ich mochte die Charaktere, ich mochte das Setting. Wir befinden uns hier in San Francisco vom Setting her. Und ja, auch hier war das Ende ultra kitschig. Ultra, ultra kitschig, aber es war gut, da das ja auch wieder der dritte und letzte Teil dieser Reihe war. Und es hat Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und wie gesagt, wer Lust hat auf so Liebesgeschichten à la Carly Phillips oder Susan Elizabeth Phillips, der sollte sich dieses Buch auf jeden Fall mal mit angucken. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und auch dieses Buch ist nicht mehr in meinem Besitz. Das habe ich auch schon weitergereicht. Und zwar habe ich im April gelesen dieses Buch hier, Young Elites, die Gemeinschaft der Dolche von Marie Lu. Und dieses Buch kam ja letztes Jahr raus und es wurde sehr, sehr viel geschimpft über dieses Buch. Und es wäre langweilig und die Protagonistin ist doof und ja, so eine Anti-Heldin und Worldbuilding ist doof und Also ich habe mir dazu auch einige Rezis nochmal angesehen und ich, ganz ehrlich, nachdem ich das Buch gelesen habe, konnte ich diese Meinungen nicht verstehen. Ich fand das Buch im Großen und Ganzen wirklich ganz, ganz toll. Es hat mir Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen. Ich fand die Protagonistin Adelina, fand ich wahnsinnig gut, gerade deshalb, weil sie so eine Anti-Heldin ist und nicht halt auf Erfolg bedacht ist, sondern halt da zuerst an sich denkt, fand ich die Geschichte wirklich cool. Also ich kann diese ganze negative Kritik zu diesem Buch nicht ganz so nachvollziehen. Ich fand's cool, ich fand das Worldbuilding gut, ich fand die Handlung gut, ich mochte die Charaktere und ich fand das Ende grandios. Also ich fand gerade, dass das Ende, wie es abgelaufen ist, so gelaufen ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat dann nochmal so das gewisse Etwas in die Geschichte auch reingebracht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der zweite Teil zu diesem Buch ist. Der heißt ja dann, auf Englisch heißt er The Rose Society. Und ja, schauen wir mal. Ich glaube, der zweite Teil kommt nächstes Jahr im Februar raus, hat mir letztens eine Abonnentin irgendwo drunter kommentiert. Unter das Video wahrscheinlich dann zu diesem Buch, logischerweise. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und wie gesagt, ich mochte Adelina, ich fand die Handlung cool, ich fand das Worldbuilding cool. Und ich kann diese ganze negative Kritik an diesem Buch einfach nicht verstehen. Nochmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es halt um Adelina. Und Adelina ist eine Gezeichnete. Sie werden in dieser Welt mal Fettos genannt. Und die Gezeichneten werden quasi als Menschen zweiter Klasse behandelt. Sie sind so ein bisschen die Außenseiter, die Ausgestoßenen, mit denen keiner was zu tun haben will. Und Adelina hat halt, wie alle anderen Gezeichneten, ein besonderes Merkmal, sie hat silberne Haare und noch ein zweites Merkmal, was ich aber nicht erwähnen möchte und ja, es ist so, dass unter den Gezeichneten es auch noch Leute mit bestimmten besonderen Fähigkeiten gibt und in einer verhängnisvollen Nacht zeigt sich, dass auch Adelina solch eine Fähigkeit besitzt und an dem Tag, als sie quasi verbrannt werden soll, weil sie halt diese Fähigkeiten hat, wird sie von der Gemeinschaft der Dolche gerettet. Und was Adelina ab diesem Zeitpunkt alles erlebt und wie sie jetzt mit dieser ganzen Situation umgeht und wie sie mit ihrem weiteren Leben umgeht, das ist es halt, worum es in diesem Buch geht. Und ich, wie gesagt, fand die Handlung echt toll. Ich mochte die Charaktere, ich fand die Intrigen in diesem Buch gut, ich fand das Worldbuilding gut und ich kann diese ganze negative Kritik an diesem Buch einfach nicht verstehen. Ich mochte es, ich freue mich auf den zweiten Teil und ja, mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch nicht sagen. Und dann habe ich noch ein zweites Buch mit der Sina zusammen gelesen und zwar war das dieses hier, Der Prinz der Elfen von Holly Black. Dieses Buch ist bisher, glaube ich, ein Einzelband. Wir hatten letztens irgendwo auch unter dem Video uns darüber geschrieben und dieses Buch ist bisher ein Einzelband. Es hätte noch Potenzial für weitere Bände, aber ob da jetzt noch was kommt, weiß ich nicht. Aber die Geschichte an für sich ist in sich erstmal abgeschlossen. Und in diesem Buch geht es um Hazel und Ben. Und Hazel und Ben sind Geschwister. Und Hazel und Ben leben in einem kleinen Städtchen, in dem nichts ist, wie es scheint. Dieses Städtchen heißt Fairfold. Und Fairfold ist etwas ganz Besonderes, denn in diesem Ort gibt es Magie. Und die Einwohner Fairfolds sind da auch sehr abergläubisch, was das betrifft. Und glauben auch an Feen und Elfen und Waldgeist und Gnomen und was es nicht alles noch gibt. Und das ist so, dass in Fairfold die Hauptattraktion ein Elf ist, der in einem gläsernen Sarg schläft. Und dieser Elf in diesem gläsernen Sarg schläft dort schon viele, viele hundert Jahre und halt auch die Eltern von Hazel und Ben und halt auch die Eltern davor und die sind halt alle so mit diesem Elfen in diesem Sarg aufgewachsen und eines Tages ist es so, dass der Sarg auf einmal leer ist. Und was das für Hazel und Ben bedeutet und was das für die ganzen anderen Menschen in dieser Stadt bedeutet, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich muss sagen, dass mir das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand die Handlung wirklich sehr, sehr gut. Ich fand den Ansatz in dieser Geschichte sehr, sehr gut und ich fand auch das Ende wirklich richtig gut, wie das Ganze dann
ausgegangen ist. Ich fand die Charaktere toll. Ich mochte Hazel, ich mochte Ben. Ich mochte Carter, ich mochte den Elfenprinzen aus dem Sarg. Und ich fand auch die Intrigen in diesem Buch wirklich ganz, ganz toll. Und mit diesem Monster, was jetzt hier noch eine Rolle mitgespielt hat. Und ja, wie sich das Ganze auch am Ende, wie gesagt, aufgelöst hat, hat mir rundum gut gefallen. Und ja, ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock auf eine Urban-Fantasy-Geschichte habt mit mal einem ganz anderen Ansatz, mit Elfen. Ich meine, Elfen sind jetzt nicht ein ganz anderer Ansatz, aber diese Geschichte hat schon einen ganz, ganz anderen Ansatz. Das möchte ich jetzt aber hier nicht verraten, deswegen kann ich euch Der Prinz der Elfen wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, ich fand die Story gut, ich mochte die Charaktere und ja, wenn ein zweiter Teil kommt, würde ich ihn definitiv lesen. Aber wie gesagt, an und für sich ist die Geschichte erstmal in sich abgeschlossen. So, 4 Bücher haben wir noch, die ich gelesen habe, und zwar machen wir weiter mit dem nächsten Buch und das ist dieses hier. Manche Tage muss man einfach zuckern, von Tamara Mataya. Und auch dieses Buch fand ich wirklich sehr, sehr süß. Es ist eine Liebesgeschichte mit erotischem Anteil, auch wenn dieses Buch erstmal nicht so aussieht. Und in diesem Buch geht es um Sarah. Und Sarah hat ihren Job verloren, lebt derzeit bei ihrem besten Freund Pete auf der Couch und ist halt auf Jobsuche. Und Sarah nimmt dann halt auch den ersten bestmöglichen Job an bei so Hippies in so einem Wellness-Tempel und sie weiß, dass das eigentlich nicht so ihr Ding ist, aber sie denkt sich, okay, damit ich meinem besten Freund nicht weiter auf der Tasche liege, nehme ich den Job halt an. Und dann ist es so, dass Sarah auch in ihrer Freizeit sehr, sehr gern auf der Internetseite Mist Connect unterwegs ist und ihre Leidenschaft und ihre heimlichen Sucht kann sie halt derzeit auch nicht so ganz nachgehen, weil sie halt bei Pete auf der Couch schläft und dann immer nur dann sich traut, auf diese Seite zu gehen, wenn er nicht da ist, weil sie halt Angst hat, dass er sie auslacht. Und diese Seite liest sie halt jeden Tag und findet halt die Einträge ganz, ganz toll, denn auf Mist Connect kann man Leute suchen, denen man begegnet ist. Also man kann dann sagen, hey du, ich habe dich dort und dort gesehen, du hast das und das getragen, du hast mich angelächelt oder so. Und ja, melde dich doch, wenn du das liest. Und das findet Sarah ganz, ganz cool. Und eines Tages ist es so, dass ein Eintrag auf dieser Seite ist und Sarah sich irgendwie in diesem Eintrag wiedererkennt. Und wie das Ganze am Ende ausgeht, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Also es geht hier darum, Sarah auf ihrer Reise zu begleiten, wie sie über Mist Connect einen Mann kennenlernt. Dann gibt es hier noch Jack in dieser Geschichte. Er ist der Zwillingsbruder von Pete und Sarah hat sich zu ihm irgendwie schon immer hingezogen gefühlt, aber er ist ein Frauenheld und er kriegt sein Leben nicht so richtig auf die Reihe und ja, deswegen, das steht da irgendwie alles so zwischen den beiden und Sarah kann sich nicht wirklich so auf ihn einlassen, aber findet ihn halt doch irgendwie ganz, ganz toll. Und ja, dann gibt es doch noch, wie gesagt, diese Hippie-Arbeitgeber, mit denen sie auch nicht so wirklich klarkommt und was sie dann halt alles dazu erlebt. Das ist schon lustig zu lesen und ich fand, manche Tage muss man einfach zuckern, wirklich süß und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Ich habe sehr viel gelacht bei diesem Buch. Ich habe aber auch sehr viel mit Sarah irgendwie gelitten, weil sie tat mir dann teilweise schon sehr leid und teilweise habe ich mir auch gedacht, so Mensch, warum lässt du dir das denn so gefallen? Ja, also im Großen und Ganzen fand ich dieses Buch auch wirklich ganz, ganz toll und es hat mir richtig gut gefallen. Es hat Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen und ja, wer Lust auf eine tolle, lustige, erotische Liebesgeschichte hat, sollte sich manche Tage muss man einfach zuckern, auf jeden Fall mal mit angucken. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, war leider nicht so gut und zwar war das Magonia von Maria Lee Hadley oder Heedley. Da habe ich unter meinen Videokommentare bekommen, dass es auf Englisch wahrscheinlich dann besser ist, dass die Übersetzung hier dann wahrscheinlich nicht ganz so gut ist. Aber ich fand halt hier bei diesem Buch es einfach doof, dass das Worldbuilding für mich nicht richtig ausgearbeitet war. Also hier fehlt für mich an allen Enden und Ecken Erklärungen und Beschreibungen zu bestimmten Sachen. Und das hat sich halt für mich beim Lesen als sehr, sehr schwierig dann gestaltet, damit irgendwie zurechtzukommen. Und dann ist dieser Schreibstil sehr abgehackt und sehr kurz und sehr prägnant und halt auch ein bisschen in den Formulierungen nicht so einfach und ein bisschen anders gestrickt. Und auch damit musste man erstmal zurechtkommen. Das war halt auch schon sehr, sehr anstrengend beim Lesen und das war halt auch nicht ganz so mein Fall. Und ja, ich fand dieses Buch nicht wirklich gut. Also mein Fall war es definitiv nicht. Ich werde diese Reihe auch nicht weiterlesen. In diesem Buch geht es um Asa und Asa hat eine ganz, ganz kuriose Krankheit, die halt auch nur sie besitzt. Und ja, Asa hat nicht mehr lange zu leben und eines Tages ist es so, dass Asa in den Wolken ein Segelschiff sieht, das nach ihr ruft. Und sie denkt schon, sie halluziniert und niemand will ihr auch so richtig glauben, außer ihr bester Freund Jason. Dann ist es so, dass dieses Segelschiff eines Tages wieder auftaucht und danach ist nichts mehr, wie es war. Und was dann genau alles passiert und was mit Asa und Jason in dieser Geschichte generell noch passiert, das ist es, worum es in Magonia geht. Und ja, wie gesagt, ich fand den Ansatz der Geschichte wirklich cool. Die Handlung hat mir an und für sich eigentlich auch ganz gut gefallen mit diesen Wolken. Volk und allem, was dazugehört, aber dadurch, dass dieser Schreibstil nicht meins war und dass das Worldbuilding für mich absolut kacke war, hat es mir die Geschichte leider versaut. Ich fand, gerade zum Ende hin wurde das Ganze immer schlimmer, die Beschreibungen wurden immer komischer und ich kam damit einfach nicht mehr zurecht und ich war am Ende einfach froh, als dieses Buch vorbei war und ja,
Schade eigentlich, denn wie gesagt, vom Ansatz her hat es mir echt gut gefallen, aber leider war der Rest nicht mein Fall. Dann habe ich im April noch das neue Buch von der Jackie Fellgood gelesen, und zwar Das Päckchen. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich diese Geschichte vorab schon wieder mitlesen durfte. Und dieses Buch war einfach wieder unglaublich toll geschrieben. Es war wieder eine ganz, ganz süße Geschichte in diesem Buch. Und ja, in diesem Buch geht es um Emma, und Emma arbeitet in einer Kinderbibliothek und will jetzt nach ihrem Urlaub wieder zurück auf Arbeit kommen und stellt dann fest, dass die Bibliothek geschlossen hat. Und die Bibliothek hat einen riesengroßen Wasserschaden, und Emma weiß jetzt nicht so richtig, was sie jetzt machen soll. Bleibt die Bibliothek jetzt für immer geschlossen? Ist ihr Arbeitsplatz verloren? Was passiert jetzt mit ihr? Und ja, Emma hat dann natürlich sehr, sehr große Sorgen, was das betrifft, weil sie halt wirklich Angst um ihren Arbeitsplatz hat und halt Angst halt auch hat, dass diese Bibliothek für immer geschlossen bleibt, denn sie sieht halt immer bei den ganzen Kindern, wie sie sich freuen, wenn sie dort Lesungen veranstalten und wenn die Kinder sich die Bücher ausleihen. Und ja, das liegt ihr halt alles auch sehr, sehr am Herzen, was halt mit ihrer eigenen Vergangenheit auch zusammenhängt. Und in dem Moment, als sie nicht mehr weiter weiß und als sie schon sehr, sehr am Verzweifeln ist, landet ein mysteriöses Päckchen vor ihrer Tür. Und in diesem Päckchen sind wiederum viele verschiedene kleine Päckchen, und sie weiß nicht, was sie davon halten soll, und kontaktiert den Absender. Und was dieser Absender mit den Päckchen bezwecken will und wer da alles so dahinter steckt, das ist, worum es in das Päckchen geht. Und ich muss sagen, ich fand die Geschichte so ultra süß. Es wird sehr, sehr schnell klar von der Handlung her, wer der Absender ist und wer da dahinter steckt und wieso, weshalb, warum derjenige das Ganze macht. Und es ist aber schön zu sehen in diesem Buch, wie Emma versucht, dem Ganzen auf die Spur zu gehen. Und da man das als Leser schon weiß, denkt man sich so, oh, ob sie es jetzt rausfindet, ob sie es jetzt schafft. Und ja, fand ich gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ganz, ganz tolle Handlung. Charaktere, Emma mochte ich von der ersten Seite an. Sie ist eine ultra sympathische Protagonistin. Auch die anderen Charaktere, die in diesem Buch noch mit einer Rolle spielen, haben mir auch alle wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte jetzt hier nicht näher auf Namen oder irgendwas von den Nebencharakteren eingehen, sonst verrate ich viel zu viel. Vom Setting her befinden wir uns in Deutschland, was ich sehr, sehr cool fand. Und man hat es beim Lesen irgendwie auch total nicht gemerkt, dass man in Deutschland ist. Also ihr wisst, ich habe ja mit deutschen Settings immer mehr so meine Probleme, aber hier hat es mich echt nicht gestört. Und ich fand, das Päckchen ist wirklich eine ganz, ganz tolle, süße Liebesgeschichte, die man sich auf jeden Fall mit angucken sollte. Und ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Ihr wisst, ich bin ein riesiger Jackie Fellgood-Fan. Und ja, lest das Päckchen. Das ist ganz, 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 ganz toll. Damit wären wir jetzt beim letzten Buch für dieses Video angekommen. Und das Buch habt ihr ja am Donnerstag erst gesehen. Und zwar ist das dieses hier, Der letzte erste Blick von Bianca Iosivoni. Dies ist eine New Adult College Liebesgeschichte. Und ach, auch die hat mir wieder so ultra gut gefallen. Ich liebe Bianca, ihren Schreibstil. Ich liebe die Charaktere, die Bianca schreibt. Ich fand die Handlung so unglaublich gut. Und ach, dieses Buch war für mich rundum perfekt in allem. Ich habe hier nichts zu meckern. Ich kann hier nicht sagen, dass mich irgendwas gestört hat. Ich mochte die Geschichte, Charaktere, alles. In diesem Buch geht es um Emery, und Emery hat in ihrem letzten Highschool-Jahr ziemlich viel Scheiße durchlebt und erlebt und ist jetzt froh, in West Virginia zu sein, ganz, ganz weit weg von zu Hause, um halt einen Neubeginn zu starten. Und das klappt am Anfang auch ganz gut, und Emery findet auch sehr, sehr schnell Anschluss und lernt halt neue Leute kennen und trifft dann auf Dylan. Und Dylan schafft es, mit einem einzigen Blick ihr Herz zum Rasen zu bringen, und Emery weiß nicht, was sie davon halten soll, denn eigentlich wollte sie sich von Männern jegweder Art fernhalten, wollte sich auf ihr Studium konzentrieren. Und ja, zwischen ihr und Dylan entsteht dann eine ganz besondere Freundschaft, denn nachdem Dylan Emery in einer blöden Situation alleine einfach zurückgelassen hat, rächt sie sich bei ihm dafür in Form eines Streiches. Und von dem Moment an spinnen die beiden sich immer Streiche und kommen sich dadurch natürlich auch näher. Und ja, ob die beiden es am Ende schaffen, über ihre Streiche hinwegzukommen und alle anderen Schwierigkeiten, die in diesem Buch noch den beiden im Weg stehen, zu bestehen und zueinander zu finden, das ist es, worum es in Der letzte erste Blick geht. Und ja, wie gesagt, ich fand das Buch unglaublich gut. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig doll auf den zweiten Teil. Der kommt, glaube ich, im Herbst kommt der, glaube ich, raus, September, Oktober. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon riesig drauf. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr so eine Edit-Geschichten à la Cora Carmack oder auch Jaylin oder so mögt, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall mit an. Es lohnt sich. Und wie gesagt, ich liebe es, ich finde es ganz, ganz toll und kann es euch wirklich nur. So, jetzt geht mir aber auch so langsam die Puste aus. Das war mein Lesemonat vom April. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und das Licht geht schon wieder weg. Verdammt, ich bin total blau. Super. Naja, ist ja jetzt vorbei. Bye, bye.